Andreas Baum, Spitzenkandidat der Piraten. Wissen Sie, wie hoch die Verschuldung des Landes Berlins derzeit ist? Nein, ich weiß, dass es viele Millionen Euro sind. Die genaue Zahl kann ich aber nicht sagen. 8,15% Ja, aber ich gucke jetzt mal Internet. Und ich verstehe, das ist das Problem. Sie gucken Internet, Sie benutzen es nicht. Das ist genau der Punkt. Ich benutze schon. Ich benutze schon. September 2011. Seit ein paar Tagen ist dieser Mann Berliner Landtagsabgeordneter mit 27 Jahren. Für die Piratenpartei, die bei den Wahlen in der Hauptstadt sensationell gut abgeschnitten hat. Wer ist Christopher Lauer? Wofür stehen er und seine Parteifreunde? Werden sie die Politik in Deutschland und Europa verändern? Und was macht die Politik mit ihnen? Original. Original. Seit die Piraten ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen sind, werden ihre Vertreter genau beobachtet. Und es geht nicht alles glatt, was sie so anpacken. Vielleicht kommt er. Das muss ein bisschen aufpassen. Von einem Tag zum anderen Politiker zu sein, was mag Christopher Lauer sich da aufgeladen haben? Es ist im Moment noch alles sehr surreal. Und ja. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich es in einem halben Jahr verstanden oder vielleicht bin ich in einem halben Jahr stolz. Ich glaube, der Grad, also das irgendwie zu kapieren, was da gerade passiert ist, das geht im Moment gar nicht so richtig. Weil es einfach, ja, wenn man pathetisch ist, kann man halt sagen, total historisches Ereignis und so. Also, ja. Aber man kann es nicht verstehen. Also so politisch interessiert war ich eigentlich immer. Also lag wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie schon von klein auf Tagesschau geguckt habe. Und habe mich also immer für so politische Themen interessiert. Ich habe mich nicht wirklich für Politik interessiert. Das war nicht mein Thema, aber ich war im CCC aktiv, also im Chaos Computer Club. Und bin dort dann mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung in Kontakt gekommen und habe unsere Bürgerrechte gefährdet gesehen und dann gesagt, okay, wo kann ich mich engagieren? Und die Piratenpartei hat sich dafür eingesetzt und damit bin ich Pirat geworden. Und ein bisschen ernster. Ein bisschen ernster, also nicht ganz grinsig, also schon freundlich, aber nicht. Susanne Graf ist mit 19 Jahren die Jüngste in der neuen Fraktion und die einzige Frau. Kein Wunder, dass sich ununterbrochen Kameras auf sie richten. Susanne Graf hat gerade Abitur gemacht und sich für das Studienfach Wirtschaftsmathematik eingeschrieben. Abgeordnete sein, eine von 15 Mitgliedern der Piratenfraktion, das stand eigentlich nicht im Lebensplan. Also Angst ist da absolut das falsche Wort dafür. Es ist Respekt und Respekt habe ich gewaltigen vor der Aufgabe. Aber wer Angst hat, dem fehlt der Mut, dann zu handeln. Und wir müssen uns diesen Mut beibehalten. Zusammenkunft vor dem Abgeordnetenhaus. Martin Delius ist parlamentarischer Geschäftsführer der neuen Fraktion. Dafür hat er seinen Job aufgegeben. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und wenn man jetzt nicht sagt, okay, es ist mir alles egal, solange ich mein Dach über dem Kopf habe und irgendwie mein Auskommen habe und meine Zukunftspläne irgendwie funktionieren, dann muss man zwangsläufig dazu kommen, sich politisch zu engagieren, glaube ich. Martin Delius versucht, eine Gruppe zusammenzuhalten, die politisch absolut unerfahren ist. Ihr wichtigster Anspruch lautet Transparenz. Die Bürger sollen wissen, wie Entscheidungen getroffen werden. Sie haben ein Recht darauf, meinen die Piraten. Auf der ersten Fraktionssitzung, zwei Tage nach der Wahl, der erste Transparenztest. Live dabei ist nicht nur die Presse. Die Piraten selbst streamen die Veranstaltung im Internet und führen ein Online-Protokoll. Außerdem twittern sie um die Wette. So erklärt sich auch, ein Pirat wie Christopher Lauer kennt kein Leben ohne Internet. Wir haben eine Politik, die keine Ahnung vom Internet hat, also null. Ich
nutze das Internet, seit ich 15 bin. Und das ist für mich ein Lebensraum. Das ist ein Teil der Sozialisation. Es gibt für mich kein Online und Offline oder Real Life. Das sind fließende Übergänge. Insbesondere jetzt nochmal durch diese kleinen Mobiltelefone, ne, wo ich auch ständig Twitter, Facebook Nachrichten haben kann. Nachteil der absoluten Vernetzung: jede Meinungsverschiedenheit hat gleich Hunderte von Zeugen, auch wenn es um Personalien geht. Auf dieser ersten Fraktionssitzung sind der Spitzenkandidat Andreas Baum und Christopher Lauer vorgeprescht. Sie haben verabredet, als Doppelspitze den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Doch es gibt Widerspruch. Besonders Susanne Graf opponiert, was Christopher Lauer erkennbar nervt. Ich habe auch einfach nicht vonnöten, weil klar, es gibt zwar dieses Fraktionsvorsitzenden-Treffen, aber wir haben noch nicht mal eine Fraktion. Wir können sie erst nach der konstituierenden Sitzung gründen und ich kann auch erst dann einen Fraktionsvorsitzenden bestimmen. Damit brauchen wir ihn jetzt einfach nicht. Da kannst du noch so oft mit dem Kopf schütteln, wie du möchtest. Wir sind irgendwie 15 erwachsene Menschen und wenn wir irgendwas möchten, können wir alles Mögliche machen. Wir können ja auch einen Großmufti wählen oder so. Okay. Ich sehe schon, das ist eine sehr emotionale Geschichte anscheinend auch. Ich finde es schade, dass sich das so aufgeregt hat, aber das ist kein Hexenwerk. Ich finde es ganz normal. Es ist genau die gleiche Hinterkammerpolitik und ist einfach nicht das, was wir als Piraten machen sollten. Also nicht, weil wir es aber mal machen, ist es dann gut. Es geht einfach nicht. Lauers Unmut geht ins Leere. Und Susanne Graf setzt sich durch, ganz unaufgeregt. Die personalpolitischen Entscheidungen werden verschoben. Und ich fände es schön, wenn wir einen Staat hinlegen, der von gegenseitigem Vertrauen. Und Vertrauen darauf, dass wir, wenn jetzt offene Fragen sind, die zum Beispiel die Funktionsweise, die Satzung angeht, dass wir das hinterher auch noch klären können. Und dass das nicht zu einer Eskalation führt und auch nicht dazu führt, dass wir irgendwie alle gegen die Wand fahren. Ja. An diesem Tag klappt es noch nicht so ganz mit dem Vertrauen. Man vertagt sich. Eine Woche später. Okay, ich verkünde ein Ergebnis. Auf Andreas entfielen 9 Stimmen, auf Fabio 8, auf Christopher 7, auf Gerwald 5 und auf Simon 4. Damit ist Andreas gewählt. Ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Damit ist der immer um Ausgleich bemühte Andreas Baum Fraktionsvorsitzender. Christopher Lauer bleibt einfacher Basispirat. Mir geht so wie immer. Ein paar Tage später. Wunden lecken im Kinski-Club, dem Treffpunkt der Piraten in Berlin-Neukölln. Also wenn es jetzt irgendwie komplett gegen die Wand fahren sollte, was ich nicht glaube, aber im Zweifelsfall kann ich auch einfach so für mich sagen, okay, ich versuche einfach gute Arbeit zu machen und halte mich halt aus dem Rest raus. Also, ja. Die Enttäuschung des einen bremst die Euphorie der anderen kaum. Der Zuspruch ist enorm. Die Mitgliederzahl der Piratenpartei steigt bundesweit auf über 19.000. Etliche Neumitglieder werden hier im Kinski-Club rekrutiert. Wie ist der Erfolg zu erklären? Was wir sind, ist ein Befreiungsschlag einer Generation. Das ist etwas, das auch nicht wirklich artikuliert ist. Das wird uns ja auch oftmals vorgeworfen. Sie sagt, ja, aber was genau wollt ihr denn? Was ist denn jetzt eure konkrete Vision für die ersten 100 Tage? Oder was wollt ihr denn jetzt als erstes umsetzen? Und du dann Schwierigkeiten hast, darauf zu antworten. Weil eigentlich ist es nur dieses Andersmachen. Anders machen. Das heißt nicht, dass die Berliner Piraten Protestpolitiker wären oder dogmatische Ideologen. Motto stattdessen: ihr habt die Antworten, wir haben die Fragen. Eine offene Kommunikationskultur auf Basis des Internets. Das ist den Piraten gemeinsam. Und die politische Prägung durch das Elternhaus. Mein Vater ist ehemaliger Thomaner und engagiert im evangelischen, kirchlichen Sinne gewesen in der DDR, war Kabarettist zur Studien- und Schulzeit. Meine Mutter ähnliches. Insofern auch dann gerade, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist und merkt,
wieso dann sich die Strukturen auch noch überlebt haben nach der Wendezeit, wenn man schon den politischen Ambitionen, die dann die Eltern auch hatten, freiheitliche politische Ambitionen vor allen Dingen, dann übernimmt man die schon. Also das merkt man schon, das ist auch prägend. Ich meine, ich bin in Bonn aufgewachsen, damals war das noch Hauptstadt. Da war Politik auch ein Thema und Staatsbesuche und so. Und meine Mutter arbeitet halt im öffentlichen Dienst. Das heißt, es wurde auch immer viel über das, was in Ministerien zum Beispiel passiert, geredet. Wir können auch Fahrstuhl fahren, dann müssen die ihn nur suchen. Ich bin noch nie Fahrstuhl gefahren. Ich bin bis jetzt immer die Treppen gelaufen. Die jüngste Susanne Graf ist mittlerweile stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Im Abgeordnetenhaus findet sie sich trotzdem noch nicht so richtig zurecht. Graf ist mit einer Parlamentskollegin verabredet, Regina Kittler von der Linken. Ich finde diese Beschilderung äußerst verwirrend. Schließlich taucht das Ziel aber doch auf in den Katakomben des Preußischen Landtags. Hallo, zu mir? Regina Kittler. Hallo, schön. Na denn? Susanne Graf drückte bis vor kurzem noch die Schulbank. Regina Kittler dagegen ist Lehrerin. Jetzt eine Begegnung auf Augenhöhe. Das ist ja für mich auch ein bisschen schwierig, weil ich genauso wie Sie erstmal neu bin. Mhm. Sie sind aus Mainzdorf, habe ich das richtig gesehen? Genau, ja. Also schön, ich bin aus Piesdorf. Habe ich auch schon gelesen. Dann haben wir ja bestimmt, hoffe ich mal, ein paar gemeinsame Sachen, oder? Kann gut sein, ja. Ich finde das toll, weil also vorher, bevor sie kam, muss man einfach mal so sagen, man ja immer nur feststellen konnte, dass die Leute sich von Politik abgewandt haben. Also ich finde das total sympathisch, mal so ein paar junge Leute, die völlig aus anderen Zusammenhängen kommen und nicht in diesen Parteistrukturen eingebunden waren. Mal gucken, wie lange sie das durchhalten. Mal sehr spannend. Ich auch. Aber wegen Wirtschaft. Smalltalk von Frau zu Frau. In der Piratenfraktion ginge das nicht. Susanne Graf würde die Gesprächspartnerin fehlen. Ein Problem, das auch der Linken Regina Kittler nicht entgangen ist. Was ist überhaupt mit Frauen? Sie sind die Einzige, ne? Ja, ich bin die Einzige. Also, aber nicht in der Partei. Also, das ist immer das Verwöhnende. Ich habe auch schon irgendwelche Texte gelesen, wo es hieß, dass ich die einzige Frau in der Partei wäre. Aber es haben sich halt einfach nicht mehr zur Wahl gestellt. Naja, dafür können Sie ja auch nichts. Genau. Sie sind ja eine Frau. Ja, das wird sich sicherlich im Leben regeln. Ja, es ist schade, dass ich die einzige Frau bin. Aber man kann die anderen Frauen nicht dazu zwingen, Abgeordnete zu werden, nur weil sie Brüste haben. Das ist eine ganz klare Aussage, die haben sie selbst auch getroffen. Also es gibt den Kegelclub in Berlin im Landesverband und dort wurde ein Blogeintrag geschrieben, also es ist ein Zusammenschluss der Frauen in Berlin. Und dort wurde ein Blogeintrag geschrieben von den Frauen in Berlin, die nicht im Abgeordnetenhaus vertreten sind, die gesagt haben, wir wollen das aber nicht. Wir wollen im Hintergrund arbeiten, wir wollen am Programm arbeiten, wir wollen Plakate entwerfen, wir wollen Strukturarbeit machen und unser Wille ist diesbezüglich zu berücksichtigen. Und da kann die Presse noch so lange darauf rumhacken, dass es nur eine Frau gibt. Es ist unsere Entscheidung. In anderen Fragen ist nach wie vor nichts entschieden. Auch Wochen nach der Wahl rotieren die Piraten vor allem ums Netz und um sich selbst. In den Sitzungen wird zum Beispiel diskutiert, wie die Sitzordnung aussehen soll. Oder wer wann welches Büro bekommt. Und wo werden eigentlich die Kabel gesteckt? Die drögen Debatten sind Christopher Lauer nicht dynamisch genug. Es gibt noch eine andere Sache wegen einer Anfrage, auch von ihm. Diese Fraktionssitzungen sind keine Selbsterfahrungserlebnisse. Ja? Das können wir an anderer Stelle machen. Es geht hier darum, unsere Arbeit zu organisieren. Und wenn wir jetzt am Anfang den Schlendrian reinkommen lassen, wird es halt die ganze Zeit so laufen. Ich muss sagen, ich fand es jetzt heute nicht schlimm. Also es
gab deutlich schlimmere Sitzungen. Mir fällt es leider im Moment total schwer, das hier alles ernst zu nehmen. Das ist... Ja. Und, ja, ich bin auch überfordert, das irgendwie in Worte zu fassen, weil es ist einfach nur, tut mir weh. Christopher, ich glaube, ich spreche für alle Anwesenden, dass wir deine Bedenken ernst nehmen und da ernsthaft drüber diskutieren. Die Rolle des Basispiraten Christopher Lauer ist eine besondere. Er ist der ungeduldige Antreiber. Aber immer wieder schießt er auch über das Ziel hinaus. Der Grund ist ein sehr persönlicher. Er lebt mit einer Art Gewitter im Kopf. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung heißt das in der Fachsprache. Ich hab ADHS. Ich gehe damit auch sehr offen um. Und ADHS hat wahnsinnig viele Vorteile. Das hat aber auch einen Nachteil. Das ist mangelnde Impulskontrolle. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Und es gibt einfach Situationen, wo ich für mich, und das ist schon tatsächlich auch ein Fortschritt im Vergleich zu früher. Ich habe mich da schon sehr gebessert. Es gibt für mich Situationen, wo ich einfach sage, jetzt ist das Maß an Erträglichkeit, Schrägstrich Unerträglichkeit für mich irgendwie erreicht. Und jetzt muss ich hier einen Cut machen, weil sonst wäre ich hier komplett bekloppt. Impulskontrolle. Das geht erst seit kurzem besser. Christopher Lauer nimmt Medikamente. Als ich zum ersten Mal Ritalin genommen habe, habe ich gedacht, wow, so nehmen Leute die Welt auch wahr, krasser Scheiß. Alles war auf einmal so eng und so beschränkt. Drittes Obergeschoss. Das Medikament eröffnet Christopher Lauer einen neuen Blickwinkel, auch in der Politik. Ich war sehr reizbar und so, und das hat sich jetzt auch geändert. Und deswegen, also mir eröffnet sich gerade eine neue Welt und ich finde es großartig, weil ich 27 Jahre lang normal gelebt habe und jetzt auf einmal auch sehe, wie andere Menschen die Welt wahrnehmen und das ist einfach ein total großes, großes Glück. Also das ist schwer zu beschreiben, irgendwie zum ersten Mal seit 27 Jahren macht mein Leben irgendwie... Das alles Sinn. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das ist so großartig. Die FDP brauchte einige Zeit für ihren Abgang. Inzwischen hat sie ihre Büros im Abgeordnetenhaus geräumt. Die Piraten sind eingezogen, vorerst nur provisorisch. Man hat sich über die Raumverteilung noch nicht geeinigt. Christopher Lauer bekommt jetzt Diäten von gut 3.000 Euro und 969 Euro Kostenpauschale. Die Politik ist jetzt sein Hauptberuf. Und mit der inhaltlichen Arbeit kann es auch so langsam losgehen. Och, das ist aber ein Gesetzesentwurf vom Senat. Ja. Vom Senat. Ja. Aber ist das zur Kenntnis? Straßenhausbaubeitragsgesetz. Genau, wir hatten das Gesetz zur Aufhebung des Straßenausbaubeitragsgesetzes. Und irgendwie... fragt man sich dann natürlich auch, was hat das jetzt mit Piratenpolitik zu tun? Aber ich finde, wenn man da alleine mit gesundem Menschenverstand rangeht, dann bringt es schon was. Zumindest lernen die Neupolitiker eine Menge über bürokratische Fallstricke. Frau Fürth. So, dann gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, ob die... Auch Susanne Graf macht in diesen Tagen ihre Erfahrungen mit politischen Stolpersteinen. Zusammen mit ihrem Freund Christopher Lang versucht sie, ihr Büro zu vernetzen. Lang ist auch Pressesprecher der Bundespartei und soll jetzt ihr persönlicher Mitarbeiter werden.
Jobbeschaffung für den Lebensgefährten? Ein Problem sieht sie darin nicht. Wir sind hier frisch im Abgeordnetenhaus. Wir müssen jetzt irgendwie schnellstmöglich Arbeitsfähigkeit herstellen. Die beste Arbeitsfähigkeit ist, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mich unterstützt, der Ahnung davon hat, was ich wirklich hier machen muss und auch Ahnung davon hat, wie ich als Person ticke. Und das kann niemand anderes besser als mein Freund. Also wir haben es von den Linken gehört, wir haben es von den Grünen gehört. Solange ihr nicht verheiratet seid, macht euch keinen Stress. Der Stress kommt später von außen und wird ein kleiner Skandal. Jetzt aber muss Susanne Graf erstmal ihren Alltag organisieren. Das Berliner Abgeordnetenhaus ist eigentlich ein Halbtagsparlament. Doch mit halber Kraft ist es nicht getan. Arbeiten, 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 arbeiten. Und das bedeutet, um 8 Uhr aufzustehen und um 9 Uhr anzufangen, dann die E-Mails zu bearbeiten, die man bekommt. Und dann fängt es um 10 mit den ersten Interviewanfragen an. Und die gehen bis 18 Uhr mitunter, bis 19 Uhr, ab und an auch bis 23 Uhr. Und dazwischen sind noch Sitzungen, in denen man mit den Fraktionsmitgliedern mitredet. Das bedeutet, man muss sich dann irgendwo darauf einstellen, zu gucken, okay, hier muss ich jetzt mal eine Pause machen und was essen, weil man das dann doch recht gerne vergisst. Ende Oktober. Die konstituierende Sitzung des Abgeordnetenhauses. Der 27-jährige Martin Delius begrüßt die Kollegen. Man hat sich viel vorgenommen. Die Piraten wollen einen Antrag einbringen, der einzelnen Abgeordneten mehr Rechte gibt, jenseits des Fraktionszwangs. Es wird großartig werden. Es wird ein toller Spaß. Ja. Wir haben zwei Redner, der Fabio Reinhardt und der Pavel Meyer werden reden zu den Anträgen. Und werden auch mit Absicht überziehen. Wir haben 5 Minuten bekommen, das ist üblich, pro Fraktion, pro Tagesordnungspunkt bekommt man 5 Minuten. Müssten sie sich aufteilen, so 2,5 Minuten jeder, was, wie ich die beiden Redner kenne, nicht funktionieren wird. Und wir werden mal gucken, wie weit wir damit kommen und gleich erstmal die Grenzen austesten. Susanne Graf kommentiert das Ganze etwas weniger euphorisch. Noch bin ich ja keine Abgeordnete. Also das ist ja erst dann während der Sitzung werden wir dann wirklich Abgeordnete. Und das ist schon ein großer Moment. Also ich glaube, so in der politischen Laufbahn eines Menschen ist das doch so der größte Moment, den man haben kann. Wie war die Nacht? Anstrengend. Ich konnte irgendwie nicht richtig schlafen. Der Medienrummel um die neue Partei ist gewaltig. Dabei passiert gar nichts Großes. Irgendwie haben wahrscheinlich alle von uns erwartet, wir kommen jetzt hier irgendwie mit einem gesamten Piratenschiff in dieses Abgeordnetenhaus und tanzen dann da einmal den Lambada oder was auch immer. Und ich sag mal so, diese Nummer hier, Joschka Fischer, Turnschuhe, das ist ja auch vorbei. Ne? Also, ja. Dafür wird jetzt über Gerwald Klaus Brunner und sein Palästinensertuch geredet. Ist das eine antijüdische Aussage? Eine tagelange öffentliche Debatte, an deren Ende steht, Brunner will damit gar nichts aussagen. Susanne Graf muss auf dem Weg in den Plenarsaal noch alle möglichen Fragen beantworten. Martin Delius folgt derweil dem zukünftigen Senator Braun, der rekordverdächtig schnell Ex-Senator sein wird. Sie alle streben in den Plenarsaal. Die Piratenfraktion findet sich am äußersten Rand der Stuhlreihen wieder. Sie sitzt genau zwischen der CDU und der Regierungsbank, Auge in Auge mit dem regierenden Bürgermeister. Susanne Graf ist als jüngste Abgeordnete heute Mitglied des Präsidiums. Sie nimmt direkt neben dem Alterspräsidenten Platz, während die Piraten beginnen, Grenzen auszutesten, mit der Antrittsrede von Pavel Meyer. Wir haben den Antrag seinerzeit abgelehnt. Der Antrag wird immer von der Opposition gestellt. Daraus folgt, dass Linke, Grüne, CDU und FDP in diesem Haus dem Antrag schon einmal zugestimmt hat und dem Antrag auch schon einmal abgelehnt haben. Je nachdem, ob die Fraktionen gerade in der Koalition oder in der Opposition waren. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Es tut mir auch leid, dass wir erst so spät mit diesen Anträgen hier angekommen sind. Und ich würde auch vielleicht für etwas Verständnis werben, wenn ich vielleicht 1 oder 1,5 Minuten überziehe hier. Aber es soll auch das nächste Mal nicht wieder vorkommen. Aber ich denke, also das
das, worum es hier geht, ist mir und vielen von uns wirklich sehr wichtig, weil wir der Meinung sind, dass das, was in dieser Geschäftsordnung steht, so mit der Verfassung von Berlin und dem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die nächsten 5 Jahre spannender Zusammenarbeit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Abstimmungen, die die Piraten krachend verlieren. Sie gehen trotzdem fröhlich wieder in die Wandelhalle und stellen sich den Fragen der Journalisten. Das tut auch der regierende Bürgermeister. Zu den Piraten hat Klaus Wowereit eine ziemlich distanzierte Haltung. Ich glaube, das wird eine Bewegung sein, die sich multipliziert, alleine durch die mediale Aufmerksamkeit. Wir haben ja heute gesehen bei der Konstituierungssitzung des Parlaments, so viel Kamerateams, so viel Journalisten bei der Wahl des Parlamentspräsidenten habe ich hier in den letzten Jahrzehnten ja nicht erlebt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Piraten hier als neue Erscheinung da sind. Eine neue Erscheinung, die Maßstäbe setzen will. Vor allem in Fragen der Transparenz. Der Öffentlichkeit sagen, was Sache ist. Was Klaus Wowereit nur bedingt ernst nimmt. Transparenz hat auch Grenzen, wo selbstverständlich Dinge auch intern sein müssen. Und das werden die Piraten auch sicherlich noch nachvollziehen können. Ich habe von der Klausurtagung der Piraten folgende Erinnerung. Wie viel gesoffen worden ist und wer noch sonstige Dinge gemacht hat. Aber inhaltlich habe ich nichts gehört. So. Und das ist eine Verquerung dann der Sachen. Ich unterstelle, dass die inhaltlich gearbeitet haben. Aber in der medialen Berichterstattung kommt natürlich nur dann diese wunderbaren Schnuckedönschens darüber. Und ich glaube, das schadet dann insgesamt der Politik. Also da wird es sicherlich einen Diskussionsprozess geben. Vorerst aber wird still getwittert. Dass die Piraten beim Thema Transparenz keine Abstriche machen werden, stellt der Fraktionsvorsitzende Andreas Baum gerne klar. Wir gestalten unsere Politik seit 5 Jahren transparent. Uns gibt es nicht erst seit gestern, auch wenn Ihnen das so vorkommt. Und wir haben da durchaus Erfahrung. Und natürlich gibt es immer dann die Mittel, die sich auch unterscheiden können. Wir werden nicht jedes gesprochene Wort, was wir austauschen, live streamen. Aber das, was wir machen und das, was wir tun, muss immer transparent nachvollziehbar sein. Und ich denke, wenn Herr Wowereit meint, da ist er schon am Ende der Fahnenstange angelangt, was noch nicht mal wir von uns sagen, dann liegt er da einfach falsch. Und wenn er in Zukunft auch seine Politik so weiter betreiben möchte, dann werden die Piraten bei der nächsten Wahl einfach noch mehr Stimmen auch von vielleicht ehemaligen SPD-Wählern bekommen. Anderntags hat die amerikanische Botschaft die Führung der Piratenfraktion zu einem Kennenlerntreffen eingeladen. Die US-Diplomaten wollen wissen, wer sind diese Piraten? Als parlamentarischer Geschäftsführer nimmt Martin Delius den Termin wahr. Zu Amerika habe ich nichts gesagt. Wir haben eigentlich keine Außenpolitik in der Piratenpartei zu diesem Zeitpunkt. Von daher halte ich mich da auf jeden Fall bedeckt. Was ich aber zur Sprache gebracht habe, sind sicherheitspolitische Aspekte der Terrorwahn. Ich habe Ihnen auch Beispiele erzählt, wo ich halt merke, dass die Ausrichtung Sachen Innenpolitik auf innere Sicherheit und auf Terrorbekämpfung extrem kritisch zu sehen ist. Da wurde relativ wenig dazu gesagt, aber man hat es zur Kenntnis genommen und ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang. Das Ausland interessiert sich sehr für diese neue deutsche Partei. Auch in der Botschaft der Niederlande wird eine kleine Piratendelegation empfangen. Im Moment sind wir erstmal dabei, überhaupt selber irgendwie mit unserem eigenen Kram klarzukommen. Also da ist im Moment das größte Augenmerk drauf gerichtet. Ja. Bei uns erstmal die Arbeitsbereitschaft herstellen und dann können wir anfangen, das Abgeordnetenhaus in die Stadt zu verändern. Ja, dann würde ich über einen langen Atem. Danke. Eine Einführung in die Architektur des Gebäudes. Freundlichkeiten an jeder Ecke. Dann geht es ins Büro des Botschafters. In Den Haag kennen sie Populisten wie den rechten Geert Wilders. Aber Piraten wurden dort noch nicht gesichtet.
Manix Kropp persönlich gibt sich die Ehre. Er interessiert sich sehr für das, was da in der Politik der deutschen Hauptstadt passiert. Da möchte man doch gerne einmal ausführlicher wissen, was die Philosophie dieser Partei ist. Und dass das viel Zeit nimmt. Ja. Ja. Also das ist ja auch ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir das vielleicht hinkriegen, diesen Beruf des Parlamentariers ein bisschen zu entzaubern, dass die Leute merken, dass es vor allen Dingen so viel Papier. Ja. Und Plenum ist nur einmal alle zwei Wochen. Am Ende dauert der Termin bei den Niederländern eine Stunde länger als ursprünglich geplant. Im Abgeordnetenhaus gibt es ein paar Tage später hohen Besuch. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit ist der Einladung gefolgt, sich kurz vor seiner Wahl persönlich der Piratenfraktion vorzustellen. Wieder sind mehr Journalisten im Raum als Piraten. Und Wowereit nutzt die Gelegenheit, eine kleine Regierungserklärung abzugeben. Aber dann kommen die Nachfragen. Mich würde tatsächlich noch mal interessieren, also wirklich so ganz realpolitisch, warum war Rot-Rot-Orange oder Rot-Grün-Orange keine Option? Also wirklich, ich meine, man kann das, wir spielen das mal durch. Also wir wären in unserer Naivität, hätten wir gesagt, boah, ja, super, wir können mitmachen. Sie lassen uns so elegant an die Wand fahren und sagen so, naja, war ja klar, sind Anfänger. Haben also dann für die Bundestagswahl auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Warum koalieren Sie quasi mit der einzigen richtig konservativen Partei, wo wir eigentlich eine Mitte-Links-Mehrheit hier im Haus haben? Also erstens, ich glaube nicht, dass es gut ist, Bündnisse einzugehen, wo man den einen oder den anderen an die Wand fahren lassen will. Das nenne ich nicht als vertrauensbildende Maßnahme. Und so sollte man auch nicht eine Koalition eingehen oder ein Bündnis. Also das kann nicht das Motiv sein. Die Bundesverhältnis zwischen Grünen und Linkspartei war auch nicht das Beste. Ob für Sie das eine Option gewesen wäre, in bestimmte Konstellationen in dieser Situation einzutreten, weiß nicht, ob Sie das für sich schon diskutiert haben, wäre auch eine spannende Angelegenheit geworden. Aber inhaltlich können ja Bündnisse auch unterstützt werden. Okay, danke. Ja, und jetzt die Kernfrage, habe ich Sie überzeugt, das kann ich ja jetzt nicht beurteilen. Wäre natürlich schön, ich meine, das Normale ist, dass eine Opposition den regierenden Bürgermeister nicht mitwählt. Aber die Piraten stehen ja dafür, dass sie sich abheben von anderen tradierten Traditionen, nicht? Und deshalb bin ich natürlich optimistisch, dass sie zeigen werden, Piraten sind die Piraten. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Ihr Senatorenteam noch nicht besetzt ist. Also ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt. Das ist so komplett aus dem Zusammenhang gerissen, ich weiß. Aber ja, das ist allerdings das dann ein Thema, was wir noch miteinander kritisch diskutieren müssen. Ja, Genderpolitik. Ja. Ne? So, also ich gucke eher nach Frauen. Also, ja, ne? So, anders als gesagt, in meinem privaten Verhältnis im politischen Bereich suche ich jetzt Frauen. Ne? Wir haben auch viele sehr kompetente Frauen in der Partei. Wie gesagt, das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Das tut mir leid. Bundespresseball, Ende November. Eine wichtige Hauptstadtparty für Politiker, Journalisten und Lobbyisten. Sie findet statt in einem Berliner Luxushotel. Auch Piraten haben sich vereinzelt hierher verirrt. Schön, dass man auch sie auf dem roten Teppich erkennt. Das Bad in der Menge ist es für Christopher Lauer und die Piratenschatzmeisterin Katja Date zwar nicht, eher ein Schwimmen mit dem Strom. Aber man trifft diesen und jene. Ja, kanntest du die? Ja, die saß eben beim Friseur. Die war auch beim Friseur. Ja, die saß zwei Stühle weiter. Okay. Ist das jetzt alles ein einschneidendes Erlebnis? Ach, weiß ich nicht. Ich gehe halt hier einfach hin, um mir das mal anzugucken. Dann habe ich das einmal erlebt und dann, weiß ich nicht, werde ich mir das wahrscheinlich in Zukunft sparen oder so. Ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen schräg.
Also ich glaube, so nachdem die Grünen irgendwie eingezogen sind in ihren ersten Landtag, sind die wahrscheinlich nicht auf den Bundespresseball gegangen. Ich sage mal, das ist der schnelle Marsch durch die Institutionen so ein bisschen. Und der schnelle Marsch vorbei an noch mehr Fotografen. So, ja. Großes Tennis. Ja. So, was? Nee, jetzt ist die Kommunikation im Eimer. Die sind rauchen, aber wir sehen die später bestimmt nochmal. Dann taucht ein alter Bekannter aus Bonner Uni-Zeiten in der Menge auf. Ja, ja, nee, Rauschmittelkunde. Ja, ja, ja. Das, Rauschmittelkunde. Was? Ach komm. In der Raucherlounge nimmt dann jeder den Dunst zu sich, der ihm behagt. Und Christian Lindner, damals noch FDP-Generalsekretär, beweist gute Laune. Kurz vor dem Abschied aus dem Amt. Herr Lindner. Am 1. Dezemberwochenende sind die Piraten auf Reisen zum Bundesparteitag in Offenbach. Wie vertreiben sich die Abgeordnete Susanne Graf und ihr Freund, der Parteisprecher, die Reisezeit? Das haben wir so. Wir hören gerne Kassette nebenbei. Alte Kinderkassetten von uns. Das ist in letzter Zeit irgendwie aufgekommen. Genau, Momo. Ja, ja. Momo und König Drosselbart haben wir hinten noch irgendwie. Und ansonsten haben wir auch noch da zwei MP3-Player mit verschiedensten Sachen und hier halt so eine schöne Kassette. Die Piraten in Offenbach. Fast 2000 von ihnen begehren Einlass in die Stadthalle. Jedes Parteimitglied ist auch potenzieller Delegierter. Deswegen bangen die Organisatoren auch bis zum Schluss darum, dass der Andrang den Parteitag komplett sprengen könnte. Susanne Graf schiebt Dienst am Pressetisch, verteilt Akkreditierungen und hat vor wenigen Tagen ihren Freund wieder feuern müssen. Den Vorwurf der Vetternwirtschaft konnte sie nicht ausreichend entkräften. Ich verstehe die Kritik, die dort kommt. Ich denke, was man lernen muss, wenn man in die Politik geht, ist, dass man auch Sachen, die einen selbst betreffen, von außerhalb betrachtet. Und das muss man nun mal erst lernen. Und ich hatte das noch nicht so gut drauf und habe halt das eher aus meiner Warte betrachtet. Der privaten Beziehung des Piratenpärchens soll die politisch erzwungene Kündigung jedenfalls keinen Abbruch tun. In einem Hinterzimmer der Stadthalle nutzt Martin Delius die Gelegenheit, Liquid Feedback zu erklären. Mit dieser Software betreiben die Piraten ihre Meinungsbildung, auch jenseits des Parteitags. Jeder, der Interesse hat und online ist, kann sich aktiv beteiligen. Vielleicht ist das die politische Revolution, die von den Piraten ausgeht. Basisdemokratie in Echtzeit. Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Bürger, als Pirat zu Hause sitzen kann und ich weiß, wenn das eine Mehrheit bekommt, wenn das in der Meinung der Partei und im System irgendwie erfolgreich ist, dann werden meine Vorschläge, meine Anregungen ins Parlament gebracht. Ja? Das ist keine Sicherheit, dass es passiert, ne? Aber es passiert trotzdem. Und das ist doch mal eine ganz andere Art von Politik. Ja? Und es funktioniert. Es funktioniert und jedes Mitglied, jeder Mitbewerber, wie man so schön sagt, einer anderen Partei, der mir sagt, da kann so viel schlimme Dinge passieren, kann ich sagen, ich mache das. Ich mache das schon seit längerem. Ich mache das jetzt in dieser neuen Situation. Es funktioniert. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst keine Angst haben, dass du Macht verlierst. Du gewinnst Zustimmung. Das ist Liquid Feedback. Ich damit gleich versucht habe zu widerlegen. Das nächste, Finanzierung wurde angesprochen. Nicht zuletzt deswegen sehen Piratenparteitage aus wie LAN-Partys, auch wenn die Menschen und die Diskussionen, die sie führen, alles andere als virtuell sind. Wir haben auch angesprochen, dass wir die neue liberale Hoffnung in Deutschland sind. Das ist ein Zitat. Okay.
Susanne Graf hat inzwischen vom Pressetisch zum Garderobendienst gewechselt. Die stellvertretende Berliner Fraktionsvorsitzende als Garderobenfrau. Ich bin jemand, der dann gerne auch mal nicht nach vorne geht, um was zu sagen, weil ich mir sage, es wird schon genug gesagt. Und da muss ich nicht unbedingt auch noch was draufsetzen, wenn es schon in einer anderen Art und Weise gesagt wurde. Und es lebt eigentlich davon, dieser Parteitag, dass man sich die Anträge vorher anguckt und dann auch weiß, was besprochen wird. Und die Begründungen stehen ja schon dabei. Genauso wie es die Grünen gemacht haben, wir sind gegen S21 und pro Volksabstimmung. Jetzt sitzen sie ziemlich in der Kacke. Und bei uns wird das genauso sein. Entweder wir wollen eine Volksabstimmung zum Thema oder wir wollen das BGE durchpushen. Das geht nicht zusammen. Volksabstimmungen auf Bundesebene sind zu begrüßen. Aber nicht unter Christopher Lauer lässt es sich derweil nicht nehmen, im Saal klassische Programmarbeit zu machen. Wer zu Wort kommen will, muss sich in die Warteschlange einreihen. Der Parteitag diskutiert gerade das bedingungslose Grundeinkommen. Und dazu wollen viele Piraten was sagen, auch Christopher Lauer. Fast eine Stunde muss er seinen Platz in der Schlange halten. Redezeit dann 2 Minuten. Das Redemanuskript übrigens wird piratengerecht im Smartphone geschrieben, was die politische Leidenschaft auch nicht im Ansatz beeinträchtigt. Die Frage ist doch, wie verteilt man diese Ressourcen gleich? Die Bürger, das Volk, entscheiden sich in dem Moment, wenn wir das im Programm haben, bei der Bundestagswahl, ob sie ein BGE haben wollen oder nicht. Und wenn wir das ins Programm aufnehmen, setzen wir die anderen Parteien unter Druck. Vielen Dank. Sind die Berliner Wahlsieger mittlerweile sowas wie Parteipromis? Naja, also ich hab das vorhin irgendwie gemerkt, als ich ans Mikro getreten bin, da wurde es auf einmal irgendwie ruhig und eng. Das ist ja das Witzige. Also ich selber schaue mir ja diese ganzen Sachen nicht an, wenn ich da irgendwo im Fernsehen bin oder so. Aber das ist ein komisches Gefühl, weil für mich persönlich hat sich ja nichts geändert. Also es ist ja alles so wie vorher, es sind dieselben Leute, aber die sehen mich und natürlich die anderen Abgeordneten jetzt natürlich irgendwie anders. Und gerade jetzt auch die neuen Mitglieder, die kennen uns halt tatsächlich auch nur aus dem Fernsehen. Das ist schon eine sehr andere Situation. Man ist halt irgendwie bekannt, das ist ganz eindeutig. Aber ich denke, zu hoch genommen wird man dann auch nicht. Also es gibt auch welche, die eigentlich immer noch genauso sind wie vorher, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Was jetzt zum Beispiel entscheidend ist, ist, dass bis jetzt immer ausgegangen wurde, dass die Richtung, in die die Berliner Piraten gehen, auch die Richtung ist, in die die Piratenpartei insgesamt gehen möchte. Und das kann jetzt ein Punkt sein, der sich dann unterscheiden wird, weil die Berliner Piraten mehr linksgerichtet sind, als ihre Bundespartei selbst bis jetzt gewesen ist. Eine Partei auf der Suche nach politischer Richtung. Die Berliner Abgeordneten stehen bei all dem besonders im Fokus. Das ist dann auch immer bei den Piraten, die hier sind, und das ist schön so, der erhobene Zeigefinger baut ja keinen Scheiß. Und die Beobachtung bzw. die Aufmerksamkeit innerhalb der Partei ist dann auch sehr groß. Und da wird auch viel an dem gemeinsamen Traum gearbeitet und gedacht und geschraubt. Insofern ist man natürlich auch an der Spitze, steht unter Beobachtung. An sich ist es aber so, dass die ganze Partei Pionier ist. Neue Wege in der Politik. Es gibt das Bedürfnis danach, auch wenn noch keiner so genau weiß, wohin diese neuen Wege führen. Das Gute ist, für mich gilt die Redezeit nicht. Also ganz kurz.